Hallihallo, Hallöle. Hier ist wieder euer Michi von Michis World of Bricks. Und es geht weiter mit unserem Cadillac von Bay Bay. Und zwar sind wir bis 146 gekommen und werden jetzt bei 147 weiter durchstarten. Und dann so, gucken wir mal, wie weit wir kommen. Und wie weit wir ihn fertig kriegen diesmal. So, ihr kriegt also schon mal eine sehr beachtliche Länge. Muss ich mal einfach so feststellen. Glaub nicht. Ja. Gegenüber dem der Couvette weiß ich nicht. Schauen wir mal. Gegenüber der Couvette. Stingray. Wieso? Wir werden sehen. So.
Die zwei Dreier werden erstmal drauf gelegt, so wie es aussieht. Lass mal gucken, so der eine. Hier einfach nur da draufgelegt. So. Gucken, wie die gleich fest werden. Komm schon. So. Gucken wir mal. Ach so. Zu vierer. So davon. Zwei davon. Zwei davon. Und. Zwei davon. Und zwei davon. So, dann wollen wir noch mal gucken. Hier kommt jetzt der Bierer irgendwie drauf. Jetzt muss ich die erstmal irgendwie so machen. Zwei weiße und dann. Da, einmal da. Die Fliege kommt nach innen hier rein. Klemmen wir. Davon. Ein roter, noch ein roter und ein langer roter. So.
weiterzufliegen. Linienführung. Bis nach hinten. So. Andere Seite das gleiche. So, weit sind wir schon mit Flossis. Mit Dübel. Ups.
So, habt ihr die Nummer? So, dort. Hier geblieben. So. Oder anders. Gehen wir davon aus, ob das so rumkommt. Machen wir es ja auch nicht drauf kriegen. Na komm schon. Oh, ey. So. Mhm. Und die roten. Jo. Schnieke. Ja, von hinten nimmt er auch schon gut Form an. Würde ich einfach mal behaupten. So, weiter im Text. Einmal so, einmal so. Dann mal ein bisschen an der Seite. Warte, so. Vier Schwatte drauf. Sechser Plätz, 2x3 Plätz. Ich nehme es mal erstmal auseinander. Das ist ja ein bisschen. Mhm. 200. Gute. Dreier. Alte Schwatte. So, das ist die. Mach jetzt erstmal die. Mach die. Hier drauf. Und mach die dann so rum. Hier auf die liegen. Drei im Wege. Verlassen. Irgendwann. Jetzt hier, wann mache ich? Machen wir immer noch Arbeit. Ja. So, mal hier erst. Zwei. Eine. So. Nochmal. Drei. Vier. Zwei. So, jetzt kommen wir langsam mal dazu. Jetzt. Lang, dass wir die festzuregen. Und
noch mit diesem. Vierer. Ich weiß nicht, warum man die dann sofort am Anfang mit dabei nimmt. Aber das hätte ja gereicht, wenn man sie jetzt dabei genommen hätte. Weil die liegen die ganze Zeit dumm rum. Ehrlich gesagt. Und schon haben wir den. Macht doch von hinten schon mal eine gute Figur, oder? Ja, würde ich einfach mal so behaupten. So, weiter im Text. Ich denke mal, dass jetzt erstmal die Front kommt. Dazu brauche ich diese jene. Diese jene. Und diese jene. Mal gucken, wie viel davon jetzt auch erstmal im am liegen bleibt. Oh, gar nichts. Das wird alles sofort irgendwie. Verbaut. Das ist ja mal was. Ja, eine graue nach innen. Und eine rote nach außen. Warum, weshalb? Keine Ahnung. Und zwei Viererplates. So. So, haben wir das auch schon mal. Und jetzt geht's weiter. Jetzt kommt Plate über Plate über Plate. Hier kommen jetzt die zum Einsatz. Halt, falsch. Die zum Einsatz. Nehme ich nach vorne. Jetzt drehen wir den ganzen Schabrott um und bauen. Die waren hier noch. Und na, Klappe zu, Affe tot. Ja, Leute, von heute. Ich würde mal sagen, davon brauche ich noch vier. Das sind ja die Muttern. Dass ich nichts vergessen habe. Hier ist auch noch was über. Zwei Reifen und zwei so lange rote. Der ganze Sarotti ist über. Die vier brauche ich ja noch. Das wären die Radkappen. Aber die muss ich ja auch noch verchromen, deswegen mache ich die noch nicht dran. Jetzt ist er fertig. Also ich finde es ein schönes, gelungenes
Modell. Also er sieht sowohl von vorne als auch von hinten. Gut, das hätte ich mir hier ein bisschen anders vorgestellt. Da hätte ich vielleicht irgendwie noch eine rote Zweier Fliese drüber gemacht. Zwei Stück. Nee, nur eine. Mal gucken. Also das hätte ich schon. Das sieht ein bisschen, weiß ich nicht, schön aus. Teileliste war das letzte. Den Autos, die es noch gibt. Was da alles so hinterherkommt. Egal, brauchen wir nicht. Die lasse ich jetzt an der Seite. So, dann haben wir unseren. Ja gut, das Spaltmaß von der Türen passt nicht so ganz. Wie man sieht hier. Gut, egal. Wie gesagt, jetzt müssen wir nur noch so ein paar Teilchen chromieren. Und dann, denke ich mal, haben wir ein schönes Modell. Ich muss sagen, das Ding hat Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Klemmkraft ist auch gut. Ich finde das Design, bis auf ein paar Kleinigkeiten, ist vielleicht jetzt auch ein bisschen verzogen. Ein bisschen Spaltmaß stimmt nicht. Bis auf ein paar Kleinigkeiten. Wie zum Beispiel hier die Noppen und die Noppen. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht hätte ein bisschen anders. Weiß ich nicht. Und halt grau. Ich sag mal, die Teile, genauso wie die Teile hier, die Radkappen nachher machen werden, also in Chrom hätte ich das schon schöner gefunden, muss ich ehrlich sagen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Das werden wir noch nachholen. Also wie gesagt, die Funktion, also ist ein schönes Standmodell. Wir haben den Motorblock da drin, den ich auch relativ gelungen finde, muss ich sagen. Wir haben einen großen Kofferraum. Wir haben die Sitze, die ein bisschen fuckelig waren. Lenkrad verstellbar. Höhenverstellbar. Türen, die aufgehen, Cabriolet, supi. Ich muss sagen, also vom Design her ist es doch, wie man sieht, schön getroffen. Wie auch schon in meinem ersten Video angedacht, werde ich mich jetzt noch ein bisschen dran begeben, zu veredeln. Das heißt, ich werde so ein bisschen hier verchromen. Dazu werde ich erstmal ein bisschen was abkleben und dann werde ich ihn euch noch mal zeigen. Und deswegen werden wir jetzt hier erstmal einen Cut machen. Dann werde ich das schön in Ruhe machen und dann werde ich euch das Ergebnis präsentieren. Ich hoffe, dass ich es auch so hinkriege, wie ich es haben möchte. Und dann sollte das funktionieren. Also, bis gleich. So, ich bin mit dem Verchromen fertig. Ich werde gleich die Kamera noch ranholen, damit ich euch das genauer zeigen kann. Ich kann ja schon mal so ein bisschen in die Kamera halten. Da sieht man vielleicht schon mal was.
Ja? Ach, der sitzt schon wieder. Dieser Sitz, ne? Das ist aber wirklich Katastrophe. Ja, ein bisschen zu viel anpackt. So, wieder fest. So, wie gesagt, ich werde jetzt gleich nochmal die Kamera ranholen und euch ein bisschen dazu erzählen. Aber erst einmal sage ich jetzt mal Bauspaß top. Klemmkraft top. Also ich muss sagen, gut, ein Fehlteil nicht so top. Habe mich aber bis jetzt auch noch nicht drum gekümmert. Ich sehe gerade, hier ist noch Abklebestreifen dran. Ja, irgendwie klebt der noch. Habe ich den noch da dran? Mal gucken. Wo ist der? Fest, ey. Boah, klebt aber. Ich hätte den ein bisschen auseinander genommen. Ich denke mal. Ach, da ist er. So, genau. So, ich hätte den noch ein bisschen auseinander genommen, damit man den dann vernünftig sagen wir schon, vernünftig lackieren kann. So. Dann ist der jetzt auch mal erstmal an der Seite. Wieder schnell zusammenbauen. Und Klappe zu. Wie gesagt, also Klemmkraft. Tippi, ich kann mich nicht beklagen. Bis auf das eine Fehlteil. Er ist von der Form her gelungen. Bis auf ein paar Sachen, wo ich gesagt hätte, naja, hier die Loops oder hier die Noppen noch, Loops sage ich schon, die Noppen hier noch, die so rausgucken, das ist nicht so schön, aber im Großen und Ganzen tipptopp. Ich werde jetzt mal die Kamera eben dran holen, dafür würde ich aufstehen und werde euch dann mal so ein bisschen was von nahem zeigen. So, ich greife mal eben drüber. 1, 2, 3. So. Und zwar. Na. Fällt mir alles aus der Hand. Na. Da schön verchromt. Felgen verchromt. Spiegel oben, Dach da verchromt. So, jetzt mal von vorne ein bisschen. So, weiß nicht, sieht man das richtig schön? Spiegelig verchromt. Von der ganzen Seite. Hinten oben, wo die Lämpchen dran sind. Und hinten alles schön verchromt. Jetzt geht der andere Sitz ab. Super. Klasse. Und lassen wir jetzt mal raus. Das Innere vom Lenkrad ist auch verchromt. Spiegel. Seite hier verchromt. Also so fällt er mir schon wesentlich besser für den Kamera. Alles hin. Entschuldigung, Krach. So, also mit dem schon gefällt er mir. Verkrobe das hätten oben, sage ich, wesentlich besser. Sag ich jetzt. Also anfangen wir vielleicht Stromteils mal von anmachen, so, damit aufnehmen soll. Denn aussieht Tisch, aber nicht gesagt. Ganz schön Türen auf, wieder. Und Heckklappe aufmachen. Aufmachen. Motor aufmachen. Aufmachen, Motor ist drin, habe ich jetzt nichts dran, Haube auf oder verchromt. Na da, warten wir. Finde ich auch nicht nötig.
Das Wesentliche ist verchromt. Und ja gut, das Spaltmaß von den Türen, das passt nicht so ganz. Andauernd geht dieser alte Sitz ab. Da muss ich mir noch was anderes einfallen lassen. Aber das geht beim besten. Jetzt geht die ganze Sitzbank auseinander hier. Also zum Dory nochmal. Das dann also im Großen und Ganzen, sage ich jetzt mal, bis auf dieses hier, weil das so ziemlich fuckelig gearbeitet ist. Das ist aber da, man sieht es vielleicht, hier ist so eine, so ein Spalt zwischen. Ich glaube, wenn der nicht wäre, würde das auch alles ein bisschen besser halten. Aber ach so, Junge, komm bald wieder, fahr wieder hinaus. So, ein Kram, ne? Also der Rest ist aber Klemmkraft, also das hängt, das hat nichts mit der Klemmkraft zu tun, das ist einfach blöde gelöst. Muss ich dazu sagen. So, wenn ich das jetzt ganz locker. So. So, fertig wieder. Das ist echt blöd gelöst. Da müsste man mal was anderes einfangen lassen. Werde ich auch noch. Jo, das war's von mir zum BB Cadillac. Und wir sehen uns auf alle Fälle wieder. Aber so ein Projekt werde ich nicht nochmal in Realtime bauen. Da bleibe ich doch lieber bei diesen kleinen Sachen, die ich hatte. Das ist also nicht so zeitaufwendig. Hab mir auch schon mal das nächste Modell eigentlich vom BB ins Auge gefasst. Eigentlich zwei, muss ich sagen. Und die werde ich dann auch nochmal vorstellen. Aber bis dahin sag ich jetzt erstmal ciao, ciao, euer Michi.